Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Tag Pack Opening. Wir haben mal wieder ein ganzes Sammelsurium an Paketen hier auf dem Tisch liegen. Und das sind tatsächlich noch nicht mal alle, obwohl hier schon ein riesengroßes Paket dabei ist. Und auch wenn es vielleicht jetzt auf dem Foto nicht ganz so aussieht, da ist noch ein viel größeres Paket noch vorne bei mir im Flur. Ich blende euch jetzt hier mal ein Foto ein. Der Creality Ender 5 Plus ist bei mir eingetrudelt. Das ist natürlich eine Riesenmaschine. Wir haben natürlich schon das Review zum Creality Ender 5 gemacht, was meiner Meinung nach einer der geilsten 3D-Drucker ist, beziehungsweise ein sehr geiler 3D-Drucker ist, wenn es darum geht, Zeitrafferaufnahmen von seinem Druck zu machen, dadurch, dass halt eben das Druckbett einfach eben nur nach unten, also nur auf der Z-Achse sich bewegt und der Rest quasi X und Y ist dann quasi die Bewegung der Nozzle und dadurch hat man eben die Möglichkeit, eine feststehende Kamera so zu positionieren, dass man halt eben eine sehr, sehr, sehr schöne Zeitrafferaufnahme von seinem Druck machen kann, um halt ja diese Bewegungen, dass das Druckbett immer vor und zurück geht, das hat man halt da dann halt eben nicht. Natürlich gibt es auch noch mit Octoprint und ganz vielen anderen Möglichkeiten, G-Code, Umwandlung etc. pp. Möglichkeiten quasi immer nur dann ein Foto zu machen, wenn das Druckbett an einer bestimmten Position ist. Aber es ist natürlich wesentlich komplizierter, wie wenn der 3D-Drucker einfach nur diesen hier macht und ihr lasst die Zeitrafferaufnahme mitlaufen. Richtig geiles Teil, halt 350x400mm Druckvolumen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erster Link in der Videobeschreibung, beziehungsweise ne, nicht der erste Link, aber ne, ihr habt im Tagback Opening unten natürlich immer wieder im Preisvergleich die jeweiligen Produkte, die ich euch hier zeige, verlinkt. Solltet ihr irgendwo einen besseren Preis finden, ihr wisst Bescheid, lasst mich über das Kontaktformular von Deal Heroes wissen, dann pflegen wir den besseren Preis natürlich immer auf der Webseite mit ein, damit jeder, der das Video hier sieht, den aktuell besten Preis zu mir jeweiligen Produkt hat. Dann haben wir hier noch ein paar weitere Sachen, die auch schon ausgepackt sind. Unter anderem das hier zum Beispiel ist deswegen schon ausgepackt, weil wir letztens einen Spieleabend hatten, wo ein paar mehr Personen da waren. Alles immer noch im Rahmen des Haushältlichen, so alles gut. Aber wir waren halt einfach mehrere Personen und deswegen haben wir, also in dem Fall halt, wir waren vier Personen und wir haben Mario Party gespielt. Und uns haben dann halt eben noch zwei Controller gefehlt, weil ich halt nur zwei an meiner Switch dran habe. Und das hier sind quasi auch Controller für die Nintendo Switch, nur halt eben nicht original von Nintendo, sondern von einem Drittanbieter. Und die habe ich mir am Cyber Monday gekauft. Und siehe da, die sind verdammt gut. Die liegen sogar noch besser in der Hand als die originalen. Und die sind wirklich super gut, auch vom Akku hatten wir bis jetzt gar keine Probleme, von der Haptik, von der Response, also vom Verbinden und alles drum und dran. Richtig, richtig top, kosten halt wirklich ja etwa das etwa die Hälfte von dem, was die originalen Joy-Cons kosten. Hier sind auch noch diese Button-Dinger, wo man quasi, diese Button-Erweiterung, sage ich mal, die man dann von der Seite so dran schieben kann, sind hier auch mit Schlaufe und so, alles schon direkt im Lieferumfang mit enthalten. Und das finde ich auf jeden Fall mega nice, das kann ich empfehlen, ist hier aber wie gesagt schon ausgepackt, deswegen kann ich es aber auch hier im Tagback-Opening direkt auch empfehlen. Dann als drittes, ist auch schon etwas, was wir schon geöffnet haben, GB01 Card Reader und das ist tatsächlich noch nicht mal ein Affiliate-Link, also das heißt, wenn ihr das jetzt über meinen Link unten kauft, bekomme ich einfach gar nichts dafür. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das einfach trotzdem nicht vorenthalten, weil es richtig geil ist und es wird auch noch ein separates Video dazu geben. Vielen, vielen, vielen Dank auch an die Firma hier submodule.co, die hat mir das nämlich zur Verfügung gestellt. Hier ist auch so ein kleines USB-Kabel mit drin und hier ist dann das kleine Modul, denn mit diesem Ding kann man nämlich etwas tun, was ich wirklich sehr, sehr, sehr begrüße. Man kann, ich zeige es euch, diese alten Pokémon-Kartenmodule, das ist jetzt hier vom Game Boy Color, aber auch Game Boy Advance oder der erste Game Boy ist hiermit gar kein Problem. Diese Module könnt ihr quasi einfach dann an dieses Ding dran stecken. Das Ding ist selber mit dem Computer verbunden und dann könnt ihr euch einfach die ROMs, also das Spiel, auf euren Computer rüberziehen und habt somit eine legale Kopie von euren legalen Originalen, die ihr ja natürlich zu Hause habt, weil ihr die damals irgendwann gekauft habt oder vielleicht gebraucht auf eBay gekauft habt oder sonst was und könnt die dann auf solch einer
Konsole hier spielen. Wie gesagt, da wird noch ein separates Video zu folgen. Ich habe hier zu der Enbernic, das ist der RG350. Mal gucken, vielleicht haben wir hier sogar schon den RG350M irgendwo hier auf dem Tisch liegen. Das ist quasi das Gleiche, nur halt eben als Metall. Und dass die Joy-Cons hier auf der linken Seite sich, also das Steuerkreuz und der Joy-Con, die sind quasi gewechselt, dass man hier quasi gegenüberliegend zwei Joy-Cons hat und das Steuerkreuz und das Tastenkreuz quasi oben rechts, ne, dass das quasi ja besser in der Hand liegen soll einfach. Ist eine super geile Retro-Spiele-Konsole, bis zu PlayStation 1 spielen lassen sich da alle Spiele drauf spielen, also egal ob das jetzt Atari, Game Boy, Nintendo 64, alles drum und dran lässt sich da drauf spielen und hiermit, weil natürlich kann man sich die ROMs auch illegal aus dem Internet runterladen, ist aber nicht so the yellow from the egg meiner Meinung nach und mit dem Ding kann man das Ganze sich quasi die Game Boy Spiele sich dann von den Cartridges runterziehen. Es wird auch noch ein separates Video folgen, wie man das Ganze mit Nintendo 64 spielen und so weiter und so fort macht. Mit PlayStation habe ich das Ganze schon als Video hochgeladen auf meinem Kanal. Schaut da gerne mal vorbei, falls ihr da dran Spaß habt. Sucht einfach nach Schimmer Media und dann RG350 oder Schimmer Media PlayStation 1 oder PS1 oder Game Boy. Ne, da findet ihr auf jeden Fall sämtliche Videos zu diesem Thema. Damit ich mir hier erstmal ein bisschen Platz schaffe, ganz ehrlich, mache ich hier erstmal das große Paket auf. Guck, dass ich das hier erstmal so ein bisschen auf die Seite schieben kann. Ich will wissen, was in diesem großen Paket drin ist. Weil ich meine, was in dem anderen großen Paket drin ist, das wissen wir ja alle jetzt. Weil es ist ja außen auf dem Karton schon ersichtlich, dass es der Ender 5 Plus ist. Aber ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Deswegen schauen wir da einfach mal nach. Weil das Ding ist in der Regel... In den meisten Fällen schreibe ich vorher mit den Firmen, mit denen ich kooperiere, schreibe ich vorher meistens. So, das heißt, man hat Mailkontakt. Das heißt, man ist in etwa auf die Menge der Pakete und auch auf den Inhalt und auf die Größe der Pakete so ein bisschen vorbereitet. Das war diesmal hier nicht der Fall. Beziehungsweise, was heißt, das war nicht der Fall? Ich weiß es halt echt nicht. Oder es ist ein Paket, was ich vergessen habe oder... Ach so, das ist der Alpha-Weiß. Das ist der Alpha-Weiß 3D-Drucker. Oha. Den haben sie aber scheinbar mit Hermes versendet. Da ist aber, da ist also gut, dass Gearbest, sage ich mal, so gut verpackt hat. Aber... Ja gut, es ist noch alles in Ordnung, ist noch alles im grünen Bereich. Das ist hier der Alpha-Weiß, den ich eigentlich letztens, also ich habe ja letztens ein Video, was heißt letztens, das ist schon ein bisschen jetzt her, aber ich habe mal ein Video zum Thema, also zu einem Alpha-Weiß 3D-Drucker gemacht, aber da war das dann ein kleinerer, auf den ich nicht vorbereitet war. Und das hier ist der, den ich eigentlich vorstellen wollte. Jetzt finde ich nur nicht, wie genau die Modellbezeichnung ist, weil hier verschiedenste Zettel, ach hier. U20 Mix 3D. Ach genau, der kann nämlich mit zwei, war das der mit zwei? Ja, der kann mit zwei Filamenten drucken. Richtig, der kann mit zwei Filamenten drucken. Da bin ich echt mal gespannt, was da so, hier scheint noch so eine Antenne zu sein. Also ich bin gespannt, was man mit dem so alles machen kann. Hat der vielleicht auch noch WLAN, Enter, Passwort, Wi-Fi Cam Setting? What the fuck? Ist da eine Kamera mit dabei? Ernsthaft? Oder kann man die dann irgendwie dran anschließen? Ja, also ich bin echt gespannt, was das Ding hier auf dem Kasten hat. Ein weiterer 3D-Drucker aus dem Hause Alpha-Weiß, die Gearbest-Eigenmarke. Dementsprechend preislich meistens auch eher im günstigeren Bereich angesetzt. Was nicht heißen soll, dass die jetzt irgendwie schlechter sind, weil ich sage euch ganz ehrlich, so wie es ist, meiner Meinung nach sind fast alle 3D-Drucker eh relativ gleich gut. Man hat quasi natürlich gewisse Unterschiede, aber ich sag mal, die Druckqualität ist entsprechend fast gleich bei allen 3D-Druckern. Ich hatte so ein paar Sonderfälle, zum Beispiel von Two Trees, den ich getestet habe. Also das Modell von Two Trees, was ich getestet habe, der Sapphire Pro hieß der, glaube ich. Ja, den konntest du halt in die Tonne treten. Sorry, so wie es ist. Das kann ich halt auch nicht anders erklären. Der war halt einfach nicht so... Gut, ja, da waren halt mehr Probleme als Dinge, die einfach funktioniert haben. Und ich finde, einen 3D-Drucker auspacken, vielleicht noch zusammenbauen, ist ja bei manchen auch nicht mehr unbedingt so krass notwendig, ja, also vielleicht noch zusammenbauen und dann muss das einfach funktionieren. Das ist meine Meinung zu 3D-Druckern. Hm. Wollen wir mal gucken, was haben wir hier in dem Amazon-Paketchen drin? Ist das richtige Wort? Denn hier ist etwas von Anker drin.
War das abgesprochen? Ich überlege gerade wirklich. War das abgesprochen? Anker hat mir hier drei Dinger zugeschickt. Was habe ich hier noch? Ein Amazon-Paketchen drin? Anker Fast Life More? Open. Okay. Da muss ich doch mal reinschauen hier. 24 Watt USB-Port. Ach so, nee, warte mal, das ist zwar von Anker, aber ich glaube, das wurde mir von jemand anderem zugeschickt. Das ist zwar von Anker, das ist hier so ein Charger. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, hier sind auch so zwei, hier steht einfach EQ. Oder soll das so rum und heißt dann Qui? Ich glaube, das soll eher so rum und heißt dann Qui. Ja, und zwei USB-Ports, ist halt ein Charger. Ich glaube tatsächlich, dass mir das zugeschickt wurde von Cololite, weil ich da ja das Projekt mit meinen LED-Stripes unterm Bett und sowas habe und verfolge. Und ich vermute mal, dass die mir das hier zugeschickt haben, damit ich ja halt ein Netzteil dafür habe. Also für die LED-Stripes, weil ohne Netzteil kann ich LED-Stripes logischerweise nicht bedienen oder betreiben. Und deswegen habe ich hier drei Stück von zugeschickt bekommen, weil das, was ich mit meinem Bett vorhabe, da brauche ich insgesamt zwei, einen links und einen rechts. Und bei dem anderen, also für die Cololite Plus, also das, was ich hier hinten quasi da auch schon mal, man sieht nur die Spitze hier, also dieses Hexagon, da habe ich ja schon einige Videos, was heißt einige, ich habe ein Video schon dafür dazu gemacht, aber schon in einigen Videos sieht man das, wollte ich sagen. Genau. Dann, ach komm, hier, machen wir erstmal das Paketchen hier, weil hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass diese andere Retro-Spiele-Konsole drin sein könnte, die Embernic RG350M. Ja, ist sie auch, geil, perfekt, nice. Und im Übrigen funktioniert bei dem Teil, sowohl bei der RG350 als auch bei dem RG350M, kann man jetzt eine Firmware aufspielen. Die neueste Firmware hat nämlich auch die Möglichkeit, man hat hier nämlich einen HDMI-Anschluss. Das heißt, wenn man auf dem Fernseher mit dieser Konsole spielen will, ähnlich wie das mit der Nintendo Switch funktioniert, dann kann man das auch hiermit tun. Und och Gott, was fühlt sich das Ding geil an. Das ist einfach so ein richtiger Aluminiumblock. Ist ein bisschen schwerer als natürlich der Plastikbomber da hinten. Aber ich verstehe direkt, warum es einfach geil ist, das Steuerkreuz und hier das Bedienkreuz hier also so auf der gleichen Höhe anzubringen. Mega geil. Die Joy-Cons unten macht auch irgendwie viel mehr Sinn. Und hier unten hat man tatsächlich für die Speicherkarte, hat man jetzt die beiden Speicherkarten hier unten. Also hier kann man quasi, eine Speicherkarte ist hier und eine ist hier. Das heißt, man muss die Konsole auch nicht auseinanderbauen, nicht aufmachen, wenn da irgendwas gemacht werden soll. Weil früher hier bei der alten musste man für die Firmware, bei dem ersten Update musste man für die Firmware das Ganze öffnen. Mittlerweile braucht man das hier auch nicht mehr machen. Aber hier hat man das direkt so gemacht, dass das System hier und hier der Speicher reinkommt. Und das ist auf jeden Fall mega nice. Man hat Start, man hat Select, Schulterbutton ganz normal. Deswegen, ne, für die PlayStation-Spiele braucht man das ja auf jeden Fall. Man hat hier das Ganze auch ein bisschen besser beschriftet oben. Man hat einmal OTG USB Typ C und man hat hier USB DC. Also hier wird quasi das Ganze geladen, ist auch noch schön beschriftet. Hier ist der HDMI-Anschluss, ist ein Mini-HDMI-Anschluss. Und ja, da einfach quasi mit dem Kabel dran an den Fernseher oder an die Capture Card, falls ihr quasi das Gespielte direkt capturen wollt und streamen wollt vielleicht sogar. Also hier wird auf jeden Fall der ein oder andere Stream in Zukunft auf meinem Kanal kommen, wo ich, was heißt auf meinem Kanal, auf meinem Zweitkanal, Schimmer Media Raw, da werde ich dann quasi streamen, gleichzeitig halt auch auf Twitch, wie ich irgendwelche Retro-Spiele auf diesem Ding hier spiele, weil nachdem ich jetzt in Zukunft die ganzen Spiele hier digitalisiert haben werde, dass ich sie halt auf dem Rechner habe, werde ich definitiv das ein oder andere Spiel davon auch hier mal, ja, in einem Stream spielen. Hier unten haben wir noch ein Kabel dabei und eine Bedienungsanleitung für den RG350M. Aber ja, wie gesagt, hier, das wird man in meinen Videos in Zukunft noch ein paar Mal öfter sehen. Richtig geile Spielekonsole. Link dazu natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, Leute, ohne Witz, wenn ihr eine Frau seid, wenn ihr weibliche Zuschauer seid, ja, oder wenn ihr männliche Zuschauer seid, macht eure Frau auf dieses Video aufmerksam, falls sie noch keine Geschenkidee für euch hat, der vielleicht, ja, wobei, es gibt auch Frauen, die Retro-Games lieben, aber es sind halt meistens eher die Männer, deswegen habe ich das jetzt so rumformuliert, aber egal, wenn ihr jemanden kennt, der Retro-Spiele liebt, also der wahnsinnig gerne PlayStation 1, Game Boy, Nintendo 64 und so weiter spielt,
Dank mir später. Ja, wirklich, ist so. Dank mir später. Das ist halt einfach so das geilste Geschenk, was man so jemandem machen kann. Das Paket mache ich hier einfach trotzdem mal vor laufender Kamera auf. Wobei ich denke, dass der Inhalt euch überhaupt nicht interessieren wird. Also, glaube ich halt wirklich. Weil ich glaube, das ist hier von meinem... Ich hatte ja doch ein Elektroauto. Und ja, das ist es auch. Ja, ich hatte ja... Ich hatte doch von Sonnen ein Elektroauto hier und ich habe tatsächlich im Elektroauto ein paar Sachen vergessen. Und zwar Akkus und hier so ein paar GoPro-Halterungen etc. pp. Ja, weil ich halt eben da ein bisschen gefilmt habe. Und ja, das wurde mir jetzt hier zurückgeschickt, freundlicherweise. Packen wir das hier auch auf die Seite. Dann haben wir das auch da. Dann machen wir hier ganz unspektakulär Amazon Basics. Kriegen wir das hier schon oben auf vielleicht? Mal schauen. Ah, warte, ich muss mal ganz kurz an die Tür gehen. Ah, so, da bin ich wieder. Man sieht es, Bon Appetit. Ich habe da eine Pizza. solltet ihr tatsächlich hier aus, auch aus Frohnhausen oder der Umgebung kommen, Pizzeria Gargano, kann ich euch echt mega empfehlen. Immer super lieb, super freundlich und super leckeres Essen. Wirklich, kann ich echt mega empfehlen. Ja. Aber für alle anderen gilt das, was man online bestellen kann. Unter anderem auch das hier. Und nun fragen sich viele Leute, ich mache ja jetzt schon seit einiger Zeit YouTube und da habe ich doch bestimmt auch ein richtig krasses Equipment. Naja, was die Kamera betrifft und vielleicht auch mein Aufnahmegerät mit dem Atomos Ninja V, ist das natürlich alles schon relativ teuer. Gerade auch mit der Sony Alpha 7 III. Ist das nicht gerade die günstigste Kamera und auch generell mit dem Licht etc. pp. Aber bei einem, und da werde ich einfach, ich meine, es gibt so viele Leute, die schwören auf richtig teure Stative. Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Amazon Basic Stative. Damit macht man nichts verkehrt. Man hat hier oben quasi so ein Wechseldings. Das heißt, das kommt einfach an die Kamera dran. Das kann man dann einfach wieder hier immer rein und festmachen. Man kann das hier quasi in alle Richtungen festmachen. Kann das hier auch festdrehen, dass es quasi steif bleibt. Genauso wie hier auch, dass es dann einfach fest ist. So, und dann ist das ein bisschen schwergängiger. Kann es super hier aufstellen. Man hat es höhenverstellbar hier mit so einer Kurbel. Man kann hier... die einfach zweimal ausfahren. Das geht hier einmal und also ne, so einmal, zweimal. Und deswegen halt auch super portabel, wenn man es irgendwo mit hinnehmen möchte. Und packt sich super klein, schön zusammen. Und man hat hier natürlich auch noch so eine Tasche. Die Tasche selbst benutze ich so gut wie nie, sage ich euch so, wie es ist. Aber die hebe ich natürlich trotzdem auf, falls ich es mal irgendwo benötige. Hier unten habe ich meistens mein Film-Equipment liegen und da, ja, frisst es auch kein Brot und wenn ich es brauche, nehme ich es mir halt eben weg. Aktuell habe ich natürlich eins dieser Amazon Basic Stative hier vor mir stehen, eins steht drüben im Studio 2 und Studio 3 wollte ich eigentlich tatsächlich bauen, aber aktuell denke ich mir eher, dass ich da vielleicht ein Spielzimmer für meinen Sohnemann reinmache, weil, naja, eigentlich zwei YouTube-Studios reichen. Ich bräuchte eher mal einen Lagerplatz. So, was haben wir hier drin? Wir haben... Oh, von... okay. Oh, cool. Ja, das... sowas wollte ich eigentlich schon immer mal testen. Was heißt testen? Also ich wollte es schon immer mal haben. Obwohl ich es aktuell noch... Also ich habe noch kein Gerät, womit ich das testen kann. Aber es zu haben, ist schon mal auf jeden Fall cool. Und zwar ist das eine Wireless Charging Station. Also mit hier so... Q-Charge oder wie auch immer das man nennt. Aber auch gleichzeitig eine Powerbank. Ne? Also ich meine, von Aukey habe ich ja schon das ein oder andere Produkt, wo man sagen kann, ja, ist schon cool. Hier haben wir noch so ein USB-Typ-C Kabelchen mit dabei. Und das hier ist quasi die Powerbank. Aber es ist nicht nur eine Powerbank, ja, sondern man kann das Ganze auch hier hinten pull out the stand arm. Ja, natürlich. So, zack, das kann man hier einmal aufmachen und dann hier vorne. Hier vorne, das kann man auch so aufmachen, so, na komm schon. Und dann kann man das so hier hinstellen und gut, mein Smartphone ist jetzt vielleicht dafür ein bisschen blöd, weil ich hier auch so ein Popsocket drauf habe, aber wenn ich das jetzt mal aus der Hülle rausnehme, kann man sein Smartphone dann einfach hier reinstellen. Und dadurch, wenn das quasi Wireless Charging unterstützt, dann kann man hier sein Gerät auch wireless chargen. Man könnte aber auch einfach das Kabel anschließen, je nachdem, wie man das möchte.
Finde ich auf jeden Fall cool, sowas zu haben. Damit habe ich auf jeden Fall in der Zukunft die Möglichkeit, wenn ich denn dann mal ein Gerät habe, was Wireless Charging fähig ist, habe ich hiermit wenigstens eine Möglichkeit zu testen, ob das denn auch funktioniert, wie gut das funktioniert und so weiter und so fort, weil ich hatte bis jetzt gar nichts hier, womit ich Wireless Charging hätte machen können. Jetzt kann ich das auch quasi, jetzt kann ich die Geräte auch auf Wireless Charging testen, ob es denn auch alles funktioniert und das werde ich eben hiermit machen. Oh, die Pizza riecht schon so gut hier, ne? Ich sage euch so, wie es ist. Da kriegt man echt richtig Hunger. Komm, machen wir als nächstes das hier. Hier habe ich auch eine ganze Menge Papier mit dazu geschickt bekommen. Richtig krass. Weil das sind Zollpapiere, das sind Testpapiere für das Fluggerät, welches sich hier drin befindet. Ich mache das hier einfach mal ab, diesen Beutel. So. Weil ich lege den Beutel einfach später nämlich hier mit rein. Weil, ja, ich denke mir vielleicht für das Video kann ich ja mal das ein oder andere Dokument dann davon zeigen. Was sind irgendwie Tests und mach Sachen, machen Zeugs. Aber ist von Hubsan das Paketchen. Also kann man hier schon erkennen, von Hubsan, ne? Aber innen drin befindet sich etwas ziemlich Geiles und zwar die Hubsan Sino 2 Plus. Ich habe auch schon, da hinten liegt schon die Hubsan Sino, da hinten liegt die Hubsan Sino 2 und das hier ist die Hubsan Sino 2 Plus. Wir haben hier eine Drohne, die ja, richtig gut fliegen kann. Wir haben eine Drohne, die eine 4K-Aufzeichnung machen kann ohne Probleme. Es wird hierzu natürlich noch ein separates Review geben, keine Frage. Und ich werde aber jetzt mal ganz kurz schauen, dass ich hier die zumindest schon mal so ein bisschen aufmache, damit ich die Papiere da reinlegen kann. Weil ich glaube, und das ist halt auch das Schöne, man hat bei Hubsan immer hier auch noch so eine Tasche mit dabei, wo dann die Drohne, die Akkus, sind glaube ich sogar immer zwei Akkus mit dabei, jedenfalls hier bei dem Paket, was ich habe, soweit ich weiß. Und ich packe jetzt hier das ganze Papierzeugs auch noch mit rein, weil dann kann ich mir das Müllpäckchen hier, kann ich mir dann auch schenken, das kann dann auch schon mal weg. Und wie gesagt, separates Review hierzu wird auf jeden Fall noch folgen. Ich werde aber wahrscheinlich noch mal ein bisschen gucken, weil wenn das so regnerisch und ekelhaftes Wetter draußen ist, dann habe ich damit, also entweder will ich richtig schöne Sonne haben, ja, oder Winter mit richtig schönem Schnee, damit ich hier auch schöne Aufnahmen machen kann, weil ich will kein Drohnenreview, wo dann das Footage, also die Videos, die ich mit der Drohne mache, einfach scheiße aussehen. Also das will sich niemand angucken, eingeschlossen mir. Und ich mache meine Videos grundsätzlich vom Aufbau her immer so, wie ich sie mir selbst anschauen würde. Und ja, deswegen müssen das einfach gute Drohnenaufnahmen sein. So, dann machen wir als nächstes China oder Amazon. China oder Amazon, China oder Amazon. Wir machen Amazon. So. So. Und so. Was haben wir hier drin? Was haben wir hier drin? Ah, noch ein Paketchen von Aukey. Da bin ich auch mal gespannt. Weil ich habe Aukey gefragt, ob sie nicht ein schickes Nachttischlämpchen haben. Weil ich habe bei mir aktuell oben im Schlafzimmer nur auf einer Seite ein Nachttischlämpchen. Das ist von Xiaomi. Xiaomi ist einer meiner Lieblingsmarken. Aukey aber auch. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, naja, da kann man ja mal fragen, ob die sowas da haben. Und dann hat der Marketingmanager auf jeden Fall mir geschrieben, so, yo, gar kein Thema, wir schauen mal, was wir da haben, wir finden da bestimmt was für dich. Ich schicke dir da in den nächsten paar Tagen oder Wochen einfach mal was zu. Und das ist dann das, was hierbei rumgekommen ist. Hier wird wahrscheinlich ein Netzteil drin sein. Perfekt, auch ein EU-Netzteil. Wie man das immer von Aukey kennt, auch hier mit diesem Kärtchen, 24 Monate Product Warranty. Auf jeden Fall eine mega nice Sache. Also das immer schön aufheben, Leute. Und dann haben wir hier das Lämpchen drin. Von der Größe her absolut in Ordnung für den Nachttisch. Also ne, hat man keine Probleme mit. Und dann, ich weiß gar nicht, kann das Ding, hat das auch WLAN oder so? Oder ist das einfach nur eine ganz normale RGB-Lampe? Also RGB-Lampe steht jetzt auf jeden Fall schon mal hier drauf. User Manual Touch Control RGB Lamp. Wie heißt denn das, die Modellbezeichnung? Okay, Touch Control RGB Lamp. Okay, das ist scheinbar so auch die Produktbezeichnung. Wir schauen mal, wenn wir das Ganze in die Steckdose reinstecken.
So, stecken wir das Ganze mal hier rein. Hier unten ist einfach der Anschluss. Zack, und dann hat man hier so eine Aussparung für das Kabel. Kann man schön nach hinten weggehen lassen. Okay. Okay, so macht man an und aus. Kann man irgendwie... Gibt es noch Wischgesten oder so? Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich kann hier zwischen verschiedenen Modis wechseln. Okay, das ist jetzt wie so ein Farbwechsel, weil das hat ja so ein bisschen rot. Jetzt wird es dann irgendwie so ein bisschen, geht es ins Bläuliche rein. Okay, und damit kann ich es wieder ausmachen und dann, wenn ich es wieder anmache, von vorne starten. Was ist, wenn ich jetzt hier lange halte? Passiert einfach gar nichts. Oder wird die Farbe gehalten gerade? Nee, verändert sich trotzdem. Okay, passiert einfach gar nichts. Ja, und das Ding lässt sich wahrscheinlich auch noch mit einer App koppeln, weil das ist auf jeden Fall ein WLAN-Dings, was man da gesehen hat. Das heißt, da werde ich einfach nochmal genauer gucken, ob ich da vielleicht noch eine App finde von Aukey, womit ich das dann irgendwie hier verbinden kann oder so. Aber nichtsdestotrotz, ja, so notwendig ist das nicht unbedingt für eine Nachttischlampe, dass man sie auch mit WLAN irgendwie verknüpft, aber man kann hier verschiedene Modi einstellen, man kann sie an- und ausmachen, man kann sie dimmen. Ist auf jeden Fall eine nice Sache. Lassen wir einfach mal hier an der Seite so ein bisschen. Ne? Ist ja in Ordnung. Finde ich ganz nice. Und ja, Warranty brauche ich aber hier nicht, weil die Lampe, ich glaube nicht, dass die innerhalb der nächsten 2 Jahre einfach mal kaputt gehen wird. Selbst wenn sie runterfällt, weil ist Plastik. Ich glaube, da geht nicht so viel kaputt. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Sieht auch hochwertig aus, ist auch ein bisschen schwerer, das heißt, fällt nicht einfach so um. Finde ich in Ordnung. Dann wollen wir mal schauen, was wir im letzten Package drin haben. Ist hier ein kleines Paketchen von TNT. Was da drin ist, keine Ahnung. Bin aber mal gespannt. Okay, es sind mehrere Pakete, es sind mehrere Sachen. Oha, das... Ich wollte gerade sagen, oha, da ist noch was voll Schweres drin, aber das ist hier tatsächlich auch das sind auch die Papiere hier wieder. Hey, ist das neuerdings notwendig, dass wenn Pakete aus China kommen, dass da wirklich so viel Papierzeug immer hier mit dabei ist? Ich meine, keine Ahnung, wenn einer von euch Chinesisch kann, dann kann er ja mal lesen, was da steht. Aber ich kann es nicht lesen. Selection 2. Aha, aha, aha. Okay, okay. Hier Pony Zertifikat for Safety Transport Goods. Aha, ist ein CNAS irgendwas. Pony Testing International Group. Ah, ja, okay. Ach, und dann sind hier sogar verschiedene Fotos von dem Produkt noch drin. Sind das so True Wireless Earbuds oder was? Ja, ich glaube schon, das sind solche True Wireless Earbuds. Alter, krass. Okay. Ist es scheinbar neuerdings notwendig, dass man da so viele Testsachen noch mit dazu schickt. Wir haben hier 2 verschiedene. Und dann wollen wir nochmal da genauer reinschauen. Ich glaube tatsächlich, mit denen sogar habe ich eine Kooperation extra hier für das TechPack Opening auch ausgemacht. Also dass ich gesagt habe, okay, wir schauen uns das mal im TechPack Opening einfach an. Ich teste grundsätzlich keine True Wireless Earbuds mehr, indem ich sie mir in die Ohren halte. Weil das ist sowieso nur subjektiv, was ich euch dann da sage, weil jeder hat ein anderes Ohr, der eine mag mehr die Höhen, der andere mag mehr die Tiefen. Und für mich, ich habe für mich persönlich sowieso schon den Testsieger festgestellt und das sind einfach von Xiaomi die Redmi AirDots. Aber ja, das ist auf jeden Fall hier auch einmal von, also Pamu ist die Marke, Pamu Slide und das sind Pamu Slide Mini. Ja, Verpackung sieht soweit erstmal ganz in Ordnung aus. Wir schauen trotzdem mal ganz kurz rein. Zack, ich mache das hier unten mal einfach auf, dass wir das hier mal zu der Seite raussliden können, wie der Name auch schon sagt. Vielleicht heißen sie auch genau deswegen so, ich weiß es nicht. Oder weil sie wahrscheinlich schön ins Ohr reinsliden, kann natürlich auch sein. Ich habe es eigentlich durchgeschnitten, aber irgendwie kriege ich es trotzdem nicht raus. So, mal schauen. Jetzt. Perfekt. Und dann haben wir hier auch wieder einen Magnetverschluss. Finde ich eigentlich auch immer ganz schön, wenn sowas da ist. Auch hier
Ganz anständig gemacht von der Verpackung her. Man hat hier drin dann einmal für zum Wireless Chargen, beziehungsweise was heißt zum Wireless Chargen, also um halt das, die Ladestation. Wie funktioniert das hier? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ach so, das ist zum Schieben. Das ist nicht zum Aufmachen, das ist zum Schieben. Okay. Kann man hier so hin und her schieben. Und dann halt hier hat man die Kopfhörer, die dann da drin liegen und dann da drin auch laden. Das ist jetzt hier in dem Fall der rechte. Mal gucken. Ja, liegen eigentlich auch ganz gut im Ohr. Ist eigentlich ganz okay. Ist ganz in Ordnung. Sieht auch tatsächlich relativ gut verarbeitet aus hier. USB Typ C. Man hat hier dann auch ein Knöpfchen dran, um das Ganze an- und auszumachen. Status-LEDs sehe ich jetzt hier keine, um quasi zu gucken, ob die Dinger jetzt voll sind oder nicht. Das wird man aber spätestens dann merken, wenn halt irgendwie kein Sound mehr da ist. Aber, ja, soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ja, hier vorne, das war noch hier so davor, als Schutz, sage ich mal so. Und, ja. Ach so, der Kopfhörer, der blinkt jetzt auch, weil der wahrscheinlich irgendwas sucht. Aber ja, das sind einfach hier halt, ja, True Wireless Earbuds. Das sind halt einmal die Slide und die Slide Mini. Die sehen im Grunde genommen aus wie normale Kopfhörer, wo man das Kabel abgeschnitten hat, wenn ich das so richtig sehe. Sind etwas kleiner verpackt. Ja, die sehen tatsächlich aus wie Kopfhörer, wo man einfach die Kabel abgeschnitten hat. Auch hier, ja, der Sitz ist wieder eigentlich auch ganz gut, fühlt sich angenehm an. Hat nicht so dieses typische Plastik-Feeling, auch wenn es Plastik ist, glaube ich. Es hat schon im Ohr fast so das Gefühl, weil es halt so ein bisschen kühler auch ist, als wäre es Metall oder so oder Keramik oder irgendwas, keine Ahnung. Fühlt sich auf jeden Fall doch schon angenehm im Ohr an, muss ich sagen. Und hier hat man extra so eine Lasche mit dran, damit man das auch rausholen kann, werden die Dinger quasi drin geladen. Auch hier hat man USB Typ C, vorne mit einer kleinen Ladedings. Und das hält hier auch mit einem Magnet zu. Und das Ding hat 400 mAh Kapazität hier. Das andere habe ich jetzt gar nicht vorgelesen. Aber die Infos dazu findet ihr unten in der Produktbeschreibung von dem Produkt. Und dann könnt ihr da einfach mal reinschauen, ob das was für euch ist oder nicht. Genau, wie gesagt, ich teste sowas halt einfach nicht mehr, weil das subjektiv ist. Und wenn ich nochmal Kopfhörer testen sollte, dann nur Over-Ear-Kopfhörer, weil die nutze ich tatsächlich auch im Alltag. Die Dinger hier nutze ich im Alltag nicht. Das ist eher was für Leute, die irgendwie Sport machen, joggen gehen oder sonst was. Alles Dinge, die ich nicht mache. Und deswegen teste ich das auch nicht anständig, weil, wie gesagt, ich euch nur meine subjektive Wahrnehmung dazu sagen könnte. Und das wäre all den Testern unfair gegenüber, die Produkte halt eben wirklich und richtig testen nach irgendwelchen bestimmten Kriterien. Mache ich halt hier nicht. Was ich aber nach anständigen Kriterien teste, ist sowas hier zum Beispiel. Also die Enbernic RG350M und der Enbernic RG350. Beides super geile Konsolen, kann ich mega empfehlen. Hiermit können wir auch demnächst noch ein paar mehr Spiele drauf digitalisieren. Und wenn es um die Nintendo Switch geht, müsst ihr euch nicht immer die teuersten Controller kaufen, weil hey, die tun es genauso. Und in Sachen Drohnen, kann ich auch echt sagen, ist das Ding echt mega nice. Also bei Drohnen gibt es für mich eigentlich nur drei Marken. Das ist einmal DJI, das ist einmal Xiaomi natürlich und das ist Hubsan. Diese drei Marken, ja, da kommen für mich meiner Meinung nach einfach die besten Drohnen her, wenn es um Kameradrohnen geht. Und deswegen bin ich schon gespannt, was dieses Baby hier auf dem Kasten hat. Also von den Werten her, von den technischen Werten her, was ich bis jetzt gelesen habe, gefällt mir das schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und wie sich das Ding dann im Alltagstest, im Praxistest zeigt, das werden wir in unserem Review noch genauer sehen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das TechPack-Opening-Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schaut unten in der Videobeschreibung gerne mal vorbei. Da ist, wie gesagt, das ganze Zeug hier verlinkt, falls ihr da auf das eine oder andere Bock drauf bekommen habt. Und natürlich ein bisschen was Nettes in die Kommentare schreiben, freue ich mich auch immer drüber. Vor allen Dingen, ne, was ist euer Lieblingsteil aus diesem TechPack-Opening? Oder wo habt ihr selber mit Erfahrung gemacht? Habt ihr schon selber Erfahrung mit dieser Drohne gemacht? Mit vielleicht solch einer Spielekonsole oder? Lasst mich in den Kommentaren wissen und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld. Gebt mir einen großen Support und ermöglicht es mir weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.